auch eigentlich essentiell wichtig, dass man begreift und auch weiß, welchen Baumformen habe ich da eigentlich im Garten zu stehen. Wir sprechen von sogenannten Spindelbüschen oder Büschen. Die haben eine Stammhöhe, also eine Stammlänge von ca. 30 bis 80 cm. Das heißt, man misst den Stamm ab dem Erdreich bis zum Ansatz der Krone. Und diese Büsche sind auf eine schwachwüchsige Unterlage veredelt und bleiben im Wachstum relativ gedrungen. Sie werden also nur so 2,5 bis ca. 3,5 Meter im Garten hoch. Der Vorteil dieser Büsche ist, sie brauchen nicht beklettert zu werden mit Leitern und so, sondern man kann fast im Stehen pflücken. Auch total wichtig ist, dieser Wechsel vom vegetativen ins generative Wachstum vollziehen diese Büsche relativ zügig in ihrem Lebensalter. Es ist manchmal schon nach 2-3 Jahren der Fall, dass so ein kleiner Baum schon den ersten Apfel oder die erste Birne trägt. Dann haben wir starkwüchsigere Bäume und da unterscheiden wir zwischen Halbstamm mit einer Stammhöhe von 1,20 Meter und sogenannte Hochstämme von 1,80 Meter bis 2 Meter. Diese Bäume werden groß. Das sind stattliche Gehölze. Wer gerne unter dem Baum hindurchlaufen möchte oder mit Tisch und Stuhl darunter halt Kaffee trinken will, der entscheidet sich immer für einen Halb- oder Hochstamm. Die werden 7 Meter hoch, werden auch sehr alt. Es gibt Bäume, die 60, 80, gar 100 Jahre alt werden. Aber sie brauchen relativ lange von vegetativ zu generativem Wachstum. Also da braucht man schon etwas Geduld. Das kann durchaus 8 bis 10 Jahre dauern, bis solche Bäume manchmal den ersten Apfel tragen. Ich habe auch diese Stammform auch sogar dabei. Was haben wir hier? Das ist ein sogenannter Busch. Vom Erdniveau gemessen bis zum Kronansatz haben wir beim Busch so rund 60 cm in diesem Fall. Das ist also ein Baum, der wird nur so 2,5 bis 3 Meter hoch. Als nächstes haben wir hier im Garten gepflanzt, wunderschönes Exemplar, ein Apfelbaum mit einer Stammhöhe von 1,20 Meter als Halbstamm. Und schließlich, ich habe ihn auch noch mitgebracht, ein Hochstamm. Gemessen vom Erdreich bis zum Ansatz der Krone sind das hier 1,80 Meter. Hier unten haben wir nochmal sogenannte Formstämme aufgeführt. Aus diesen Büschen macht man diese interessanten U- oder Doppel-U- oder Spalierobstgehölze. Eine tolle Sache für Fassaden und macht ein bisschen Aufwand und sind auch nicht ganz preiswert.